Der Pox ist so bad, so bad, so bad. Der Pox ist so bad. Mein Chick. Und damit willkommen zurück zu Sky Family. Willkommen. Bevor wir jetzt noch weitermachen, komm auf den Server. So. Lieber Pox. Lieber Tro. Es lebt bei mir noch alles, es lebt noch. Wo bist du denn? Lebt noch. Ich bin an der Mobfarm. Ich hau hier einfach auf die Mobs drauf. Keine Ahnung warum. Ach ja, so. Ich wollte warten, bis mein Schwert kaputt ist, genau. Lass mir noch was über, lass mir noch was über. Ich werf dich sonst mit dem Huhn ab. Oh nein! Da ist ein Enderman. Mein Schwert kaputt. Da ist ein Enderman. Ja, toll, jetzt wo mein Schwert kaputt ist. Ich glaube, ich habe ihn angeguckt. Mist. Ha! Ein Enderman. Du bist ein Enderman-Töter. Wie oh verdammt, du das ist ja noch ein Enderman, der Mob war. Na, fällt dir was auf? Fällt dir was auf? Wie, was? Ey, hat jemand unsere Hühner getötet? Ja, ich hab da gestern aufgeräumt, habe ich doch gesagt. Hallo, wo... Komm mal mit. Wo hau ich da jetzt dagegen? Entweder und was hier? Passiert, wenn ich ins Wasser fall? Da ist noch nicht abgesichert im Wasser. Da muss ich noch runter. Das ist Pox-sicher. Pox-sicher noch nicht, aber hier die zwei untersten Steine kannst du abhauen dann, wenn du eine Spitzhacke hast. Cool. Yeah. Na? Beeindruckt, lieber Tro, ich bin beeindruckt. Ich merke das schon. Kann man sprachlos. Viel schneller, effizienter Cobblestone fahren. Darum habe ich ja auch noch 64 Stück, weswegen ich das da dann jetzt weiterbauen kann. Cool. Ich schmeiß mal das da rein. Und dann werde ich heute mal endlich und so an meinem Haus weiterbauen. Dazu brauche ich aber eine Spitzhacke. Cobblestone habe ich jetzt? 6? Dann habe ich Holz. So, oh, das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt geht's hier weiter. Ich hoffe, dass mein Shift-Drücken funktioniert. Ja. Runterfallen. Hm, ist klar. Bis Tro, bis später. Ja, ich komme dann später in der nächsten Folge wieder, ne? Also. Das ist echt praktisch. Also, jetzt kann ich hier dann schön ausbauen. Ja. Und wenn ich dann so schön ausbaue, ich möchte ja. Ja, ich weiß, das hat er ungespielt auch gemacht. Aber ich muss sagen, mir gefällt einfach sein Baumhaus. Ich möchte mir auch so ein schönes Baumhaus bauen. Er sagt, dass ungespielt auf seinem Baumhaus ein Patent hat? Ja, ich weiß, aber es gefällt mir halt, wie er das so gemacht hat. So die Idee, so diese drei großen Bäumchen da, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, also wenn es dir gefällt, dann baust du doch nach. Aber das ist Minecraft doch da, oder? Sehe ich da was falsch? Ach so, dafür ist Minecraft. Ach so, wusste ich gar nicht. Oh, Hühnchen ist fertig. 61 Stück. Ja. 61 gesagt, Hühnchen. Ich hab die Hühnerfarm mal aufgeräumt, weil die waren einfach nur noch laut und unangenehm und es braucht sowieso kein Mensch so viele Hühner. Natürlich, wir brauchen so viele Hühner. Natürlich. Wir brauchen viele Bad Chicks. Wow! War knapp. Was machst du denn? Entschuldigung. Ich wäre hier fast über den Rand gesprungen gerade. Warum machst du das? Kann mir mal einer sagen, warum ich die Decke hier jetzt rausnehme? Nein. Ich wollte auch ein zweites Stockwerk draufbauen. Aber ich habe jetzt ein Freiluft-Apartment. Auch cool eigentlich. Na dann ist doch in Ordnung. Ja. Okay, so, jetzt habe ich die Decke weg, jetzt werde ich sie wieder hinbauen. So. Der Weg ist geebnet. Wir machen den Weg frei. Hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Das Problem ist, ich kann da jetzt auch nicht runter. Weil wenn ich da jetzt runter gehe, ist das Problem, dass da unten ein paar Gegner sind und diese Gegner werden mich hundertprozentig versuchen zu töten. Mit Sicherheit, ja, da bin ich. Und dadurch, dass ich auch hundertprozentig sicher bin, dass da unten Skelette sind, werde ich einen Teufel tun und da dann runtergehen.
Aber ich wäre nicht Troll, wenn ich nicht Troll wäre. Wenn du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, oder wie? Genau. So. Ich brauche bloß erstmal massig Cobblestone. Massig, nicht mossy, ne? Massig. Warte. Hier, bleib mal stehen. Nee, lass. Idiot. Ja, hier. Massig, nicht mossy. Ah, oh. Oh, Witz, komm raus. Du bist umzingelt, geht nicht, Tür klemmt. Ach genau, ich hatte jetzt was gegessen. Ja. Ich habe übrigens schon beschlossen, was ich als nächstes haben möchte. Beim PvP-Event. Ja? Ja. Aber ich möchte 3 Diamanten haben. Wieso? Ich möchte den, wie heißt es? Die, Obsidian abbauen. Ah, okay, ja, sehe ich ein. Ich hätte gern Lapis. Dazu lieb. Und ich werde sowieso gewinnen. Weiß ich jetzt schon. Kann ich mir dann eigentlich ein ganzes Deck davon wünschen, weil außer Volleyballfärben können wir dann sowieso nichts machen damit. Man kann damit verzaubern. Ne, müssen wir mal gucken, wie stark das auf die Verzauberung sich auswirkt. Ich werde das dann mal wieder als Admin ausprobieren vorher. Um das ein bisschen einzuschätzen. Okay. Gute Idee. Ich habe kein Holz mehr. Verdammt. Ist ja nicht so, dass wir nicht genügend Holz hätten. Ich glaube, ich habe die Kiste schon leer geräumt. Nee, die Kiste kann doch nicht leer sein. Aber wir haben noch jede Menge Oakwood. Was da rein? Okay, gut. Also, ich bin mal hier unten. Was da? Ich muss mir jetzt dann mal echt Inventory Tweaks installieren, dass die Kisten hier ein bisschen sortiert werden. So, ersten Punkt zur Sicherheit habe ich schon mal gemacht. Da ist man schon mal sicher, da kann man nicht mehr rausfallen. Das ist schon mal pocksicher. Jetzt kommt der gefährliche Part. So. Okay, hier passiert mir schon mal nichts. Nur die Frage, für wen gefährlich? Für mich? Oder für dich? Oder für beide? Oder? Für dich gefährlich. Für mich gefährlich jetzt gerade, aber... Egal, vergiss es. Hab ich schon. Ist mir klar. Okay, gut. Das hat auch funktioniert. Puh, liebe Leute. Okay, jetzt kommt die Sonne raus. Das ist auch ganz praktisch. Immer wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf. Warum habe ich das eigentlich mit Half-Slaps gemacht? Egal. Egal, es funktioniert. Ende aus, Mickey Maus. So, das heißt, das kann ich ja auch abreißen. Was war jetzt eigentlich nochmal? Warum brauchte der Schneemann eigentlich ein Dach über dem Kopf? Weiß ich nicht. Damit er nicht schmilzt, glaube ich, war das, ne? Nein, schmilzen Schneemänner? Nein, bei Sonne, nein. Weiß ich, ob die drüben abgebaut haben oder sonst irgendwas. Allerdings habe ich denen mal 4 oder 5 Stück rübergebracht. So ziemlich am Anfang von der Zeit der Schneemänner. Hallo Kuh. So. So. Ich würde den anderen gerne noch einen Streich spielen, aber ich weiß nicht, außer irgendein Haus mit Hühnchen voll machen? Wäre das eine Idee? Wie viele Eier haben wir, Tro? Guck doch in die Kiste. Wie viele Eier? Boah, massig. Nicht mehr. Nicht mehr. Okay. Was zu essen dabei? Nein. Ah, ich esse mein Fleisch roh, ich bin ein Mann. Und dann stirbt er an der Vergiftung. Tot. Ist klar. Ja, so ist es. So ist es hier, Mike. Wieso ist hier bei der. Und wieso sind hier schon so viele Hühner? Wo?
Hier in unserem Villager-Dorf. Ja, das war stehen ich doch. Zwei Schneemänner und ganz viele Hühner und... Zwei Schneemänner? Ja. Ernsthaft? Ja. Krass, warte, ich komm mal vorbei. Cool. Warte, ich komm vorbei, cool. Was wollte ich denn noch holen? Nein, du blöder Villager! Ah! Was ist denn? Der ist hier rausgegangen. Komm. Komm. Ja, brav. Ist doch gut, dass da... Und wieso liegt da überall Schnee? Weil da Schneemänner sind. Ach, die rennen da so rum. Ach, die beschützen. Ja. Alter, was ist denn hier passiert? Sag ich doch. Viel eher, was ist hier drüben passiert? Wo? Bei denen? Ja. Ich grab mal um, hier sind schon überall Hühner. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich was bringt. Ach, pack's bei dem, Dings da ins Haus. Warte, ich komm mal zu dir. Ich dachte, ich habe gestern ein Rusten verworrenes Haus gebaut, aber... Ah, hier ist eine Treppe. Wo bist du gerade bei Jürgen drin? Weiß nicht, ich bin hier gerade in so einem Schneeholzhaus. Ach so, nee, das ist, links lang ist, Huffi. Und rechts rein ist... Hat der da Quarzblöcke? Ja. Boah, hat einer ganz Nether ausgeräumt, oder wie? Ja. Wo bist du denn? Bist du jetzt ganz oben drauf, oder jetzt was? Bin ich auf dem Dach, ja. Na dann, Feuer frei. Hat er extra noch so eine schöne... alles hier. Nein. Schmeiß das Leder weg, du Sau. Habe ich da eigentlich schon wieder eins? Wahrscheinlich, weil wieder eine Kuh gestorben ist. Ach, komm. So, ganz theoretisch dürften sie sich jetzt aber nicht mehr beschweren, dass sie nichts mehr zu essen haben, weil... Also jetzt gucke ich mal, deren Cobblestone Generator. Aber selber keine Hühner in ihrer Farm haben, ne? Ja, sie sind jetzt auf dem Dach und bei ihm im Haus und... Hallo, ich möchte da in das Loch rein. Ja. Ja, ich weiß schon, wer das alles gemacht hat, der Ösi Play. Was meinst du denn? Ja, das Villager-Dorf ausgebaut und so weiter. Ach so. Kiste. Was haben denn die hier alles? Die haben Glowstone Dust. Ja, guck an, du. Und wieso haben die ein Schaf und wir nicht? Weil das bei denen auf dem Rasen damals gespawnt ist und da haben sie den Rasen abgebaut und jetzt kann das Schaf den Rasen nicht mehr wirklich nutzen. Ja, ohne Rasen kein Schaf. Also, kein bewachsenes Schaf. Kein Lapislazuli, schade. Richtig, das braucht nämlich Gras. Mhm. Ich kenne auch andere Menschen, die brauchen auch Gras. So, gut. Oh, hier rennt schon wieder eine Kuh frei rum. Warum? Hm. Kann es sein, dass die gespawnt ist, zufällig? Nee. Hey, du blöde Kuh, jetzt geh da rein. Nein, da rein. Boah, am Anfang geht's schon wieder ab. Du sollst da rein. Ach komm, dann stirb. Stirb den Heldentod. Hat kein Leder geliefert. Blöde Kuh. Blöde Kuh, liefert kein Leder. 1, 2, 3, 4, 5 Kühe haben wir mittlerweile. Wir hatten 6. Einen hatten wir nicht. Doch, ich habe doch eben gerade eine getötet. Das wüsste ich. Ich habe doch gerade eine getötet. Wüsste, wenn wir 6 gehabt hätten. Pax! Ja? STFU. Ah, okay. Gut. Mein Haus wird schon wieder so verdammt hässlich. Aber das Risiko gehe ich ein. Nimm doch für die Kanten und so weiter so zum Abstufen Birke. Wozu haben wir denn jetzt Birke? Ich möchte nur hier hinten das hier so ein bisschen. Nein, ich baue mir jetzt einfach ein Riesenhaus und eigentlich sieht es ganz cool aus von vorne. So, ja, so zwei Augen und die Tür und
kurz das Schild ändern. Headbash spielt sowieso nicht mehr mit uns. Die mag uns nicht mehr. Nein, komm, erklär die Wahrheit. Bliss. Moment. Bliss ist alt. So. Welche Wahrheit? Was meinst du jetzt eigentlich? Ja, warum Catbell zurzeit nicht dazu kommt zu spielen? Weil sie wie jeder andere Mensch auch arbeiten muss und zusätzlich hat sie noch einen Freund, der ihren PC die ganze Zeit belagert. Also, dann sag nicht, sie möchte nicht mit uns spielen. Ich glaube, sie würde liebend gerne wieder mit uns was zusammen machen. Glaube ich nicht. In meinem Pool. Also weißt du mehr als wir wissen. Hört sich falsch an, aber... Nein, also wie gesagt, hat man einfach nicht so die Zeit. Hat nichts mit Wollen oder sonst irgendwas zu tun, sondern... Hat einfach keine Zeit im Moment. Eigentlich auch nicht, aber... Hey. YOLO! Richtig, YOLO und denk dran, YouTube-Money. Besonders bei Sky Family. Bei den wenigen Zuschauern, aber Leute, irgendwann werdet ihr diese Folge sehen und dann werdet ihr sagen, warum haben die bloß so wenig Views gehabt? Hätten sie bloß mehr gehabt, dann hätten sie auch mehr Videos produziert. Richtig. Nee, können wir ja gar nicht. Ist ja ein Dauerprojekt. Pro Tag ein Video. Jetzt bin ich verwirrt, aber ja, okay. Ja, das war der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ah, okay, Entschuldigung. Haben wir eigentlich nur noch einen Eichenbaum? Naja, weil wir genügend Setzlinge haben. Pox. Ja, komm, hier. Runter. Was, jetzt schon? Oh, nein! Ja. Verdammt! Ja. Gut, ich sage dann in dem Augenblick, ich bin euer Troh. Wir haben ein bisschen überzogen. Tschüss. Ja, außer rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.